In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen einen Adapter vor von Kiwifotos, mit dem man, wie man hier beispielhaft sehen kann, Pentax-Objektive mit dem K-Bajonett an Kameras mit dem X-Mount, mit dem Fuji X-Mount-Bajonett anschließen kann. Das sieht dann so aus. Ich habe so ein kleines Kit-Objektiv, 18 bis 55 mm als Beispielobjektiv einfach mal genommen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt hier in diesem Film. Unter dem Video natürlich wieder der Link, der Sie auf die Produktseite führt, wo Sie die ganzen Spezifikationen durchlesen können. Das ist also der Adapter zum Einsetzen von Pentax K-Objektiven auf dieser Seite an das Fuji X-Mount, an die Kameras natürlich hier auf der anderen Seite. Noch der Hinweis hier an dieser Stelle, dass Sie mit diesem Adapter natürlich auch Scharfstellen bis unendlich scharfstellen und fokussieren können. Ist also hiermit möglich, ist auch keine Linse drin, ne? Also da geht das auf jeden Fall definitiv mit. Sie müssen natürlich an den Objektiven beachten, dass Sie also Objektive verwenden, mit denen Sie halt eben manuell scharf stellen und auch manuell die Blenden eingeben können, weil hier keine Übertragung zwischen Kamera und Objektiv vorhanden ist. Das sind also auch keine Kontakte, wie man sehen kann. Nichtsdestotrotz, wenn Sie halt eben das manuell einstellen können, dann ist das eine ganz gute Kombination. Ich werde einfach jetzt mal hier diesen Adapter mit dem Objektiv, mit dem Pentax-Objektiv hier verbinden. Da haben wir dann hier die Markierung, auf die wir achten müssen, natürlich auch hier an dem Objektiv. Einfach so ansetzen, ganz leicht rumdrehen und schon sind diese beiden Komponenten miteinander verbunden. Zum Lösen haben wir dann hier unten so einen kleinen Riegel, den müssen wir einfach nach unten drücken und gedrückt halten, also Richtung Kamerabajonett, und dann wird der Adapter einfach wieder abgedreht. Wir wollen natürlich jetzt den Adapter mit dem Objektiv an der Kamera sehen. Hier nehmen wir also einfach mal so eine kleine Fuji-Kamera. Auch hier natürlich wiederum die Markierungen beachten, die sich dann auch hier auf dem Adapter befinden. Einfach ansetzen, zack, und das war's dann schon. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass die Übertragung zwischen Kamera und Objektiv natürlich hier unterbrochen ist. Das heißt, Sie können also hier nur Objektive sinnvollerweise verwenden, wenn Sie also die Möglichkeit haben, die Blende und natürlich halt eben auch hier das Fokussieren manuell vornehmen zu können. Das war's von dieser Stelle aus. Hier also von Kiwifotos der kleine Adapter, mit dem Sie Pentax K-Objektive an Fuji X-Mount befestigen können.